Viele Frauen kommen nur selten oder sehr unregelmäßig oder eben gar nicht zum Orgasmus und viele Männer sind davon in der Regel eher gestresst und wissen nicht genau, wie das gehen kann und haben das Gefühl, dass sie eben dann so lange machen müssten, also in der Regel stoßen müssten, damit sie kommt. Hier in diesem Video wirst du jetzt drei Dinge an die Hand bekommen, was sie genau braucht, damit sie kommen kann. Und das wird dich in die Lage versetzen, dass du da keinen Druck mehr hast und dass du ab heute weißt, worauf es ankommt. Und natürlich geht es darum, dass die Frau ganz anders kommt als du, lieber Mann. So, also Punkt Nummer 1. Sie sollte nicht kommen dürfen, also sie darf nicht kommen. Und dieser Punkt irritiert jeden Mann in der Regel, weil das für den Mann irgendwie total befremdlich ist. Aber ich kann dir sagen, wenn es immer darum geht, dass sie jetzt kommt und sie kommen muss, wird es sie wahnsinnig unter Druck setzen. Wenn du auch, weiß nicht, beim Sex oder beim Stoßen dann sozusagen so lange machst, damit sie jetzt kommt und alles daran setzt, dass sie kommt, wird sie das enorm stressen. Und dann wird sie eben nicht kommen. Ja? Das heißt, du musst es sozusagen umdrehen, kannst dir den umgedrehten Fall ja, zunutze machen. Wie genau, sage ich dir am Ende des Videos. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie immer stärker erregt wird. Und die meisten Frauen kommen deswegen nicht zum Orgasmus, weil sie gar nicht genug Erregung spüren. Ja, sondern dann geht es nur schnell um den, was weiß ich, klitoralen Orgasmus. Und dann ist auch schon ganz schnell wieder vorbei, weil da braucht man danach erstmal eine Pause, wenn man gekommen ist. So, das ist aber nicht bei den anderen neuen Arten, ist es nicht so. Also, sorge dafür, dass du sie steigerst, dann wieder abbrichst und dann wieder von vorne anfängst, steigerst, abbrichst, wieder von vorne anfängst. Und sie auch weiß, dass sie jetzt nicht kommen darf oder eben, und das wäre Punkt Nummer 2, dass sie macht, was du sagst. Ja, und du sagst dann, du darfst erst kommen, wenn ich das will. Ne? Wenn ich mein Okay gebe. So, und hier geht es darum, ob du dann erstmal überhaupt was sagst und ob sie das dann macht, weil die meisten Frauen machen das dann eben nicht, weil sie nicht wissen, ja, was sagt er denn jetzt? Ist das überhaupt gut für mich? Bringt mir das mehr Freude, mehr Lust, mehr, na, 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 ne? Oder auch hat der meine, ne, meine Sicht, meine Lage überblickt, ja? Also das heißt, wenn du die Verantwortung übernimmst und da ein Stück weit auch sie umsorgst und dann etwas sagst, was nützlich ist und was zum Beispiel eben die Erregung steigert, dann wird sie das auch machen. Und dazu braucht sie natürlich positive Erfahrungen mit dir. Also übe das. So, und du kannst es eben üben und jetzt wäre sozusagen der größere Rahmen nochmal für diese zwei Punkte. Punkt Nummer 3, übernimm die Führung im Bett. Und wenn dir das vielleicht in der normalen Kommunikation jetzt beim Anbahnen der Liebesbeziehung oder eben im Alltag schon leicht gelingt oder ab und zu gelingt, vielen Männern gelingt es nicht im Bett. Und ich kann dir sagen, Führung im Bett zu übernehmen bedeutet in erster Linie erstmal wahrzunehmen, wo steht sie, was braucht sie, wie geht sie, wie findet sie jetzt mein Stoßen oder mein Fummeln oder was immer du gerade machst. Und dann eben zu entscheiden oder, wie soll ich sagen, den nächsten Schritt zu tun. Das ist ja nicht immer eine Riesenentscheidung, sondern einfach etwas zu tun. Und das ist vielleicht auch eher dann intuitiv zu tun, als statt, also ne, du hast jetzt dir einen Plan vorgenommen, du willst von A nach B. Und dann machst du das, dann das, dann das, das, dann das, ne, damit sie jetzt kommt, also sprich nicht kommt. Und dann machst du nur die Schritte, aber achtest gar nicht darauf, wie sie sich fühlt. Und wenn sie zum Beispiel gar nicht mehr stöhnt oder du gar nicht mehr nichts mehr hörst, dann müsstest du eigentlich merken, so, da ist vielleicht die Lust etwas flöten gegangen. Oder da brauchst du noch mehr Zuspruch, mehr Feedback, mehr Empathie. Ja, so. Also, das heißt, übernimm die Führung im Bett, kümmere dich darum,
zu fühlen, wie es ihr geht, und entscheide oder mach den nächsten Schritt. Ja, das bedeutet Führung. So, und der Tipp jetzt nochmal in zusammengesetzter Form, wie du das machst, dass sie nicht kommt. Du sorgst dafür, dass sie super erregt ist und kurz bevor sie kommt, und da sollte sie sozusagen schon mal vorgewarnt sein, dass heute vielleicht was anders ist, sagst du, ja, du kommst jetzt noch nicht. Kommst erst, wenn ich es dir sage. So. Und dann stoppst du sozusagen die Stimulation, je nachdem, was du dafür brauchst. Also, sag ich jetzt mal, klitoral ist in der Regel ja die einfachste Stimulation, aber auch das Fingern, die Komm-her-Bewegung ist auch der Burner für die meisten Frauen, weil eben die Penisbewegung allein rein raus nicht ausreicht. Ja, so. Und dann, wenn du merkst, sie wird lauter und lauter und lauter, dann kannst du sie auch fragen, ja, wie weit bist du? Und dann sagst du so, jetzt noch nicht, ne? Erst wenn ich es dir sage. Gut, das hast du jetzt schon einmal gesagt, dann brauchst du es nicht nochmal sagen, dann brichst du wieder ab und dann machst du wieder rundherum bewegen und dann wieder, ne, in die Richtung, wieder also penetrant, wollte ich jetzt sagen. Die gleiche Bewegung, dass sie wieder. Und das machst du halt, wie oft sie halt, ne, das mitmacht. Irgendwann wird sie vielleicht betteln und sagen, bitte lass mich jetzt endlich kommen. Und dann, wenn sie dann kommt, dann sagst du, jetzt darfst du kommen. Eigentlich total easy und ich weiß, wie schwer das ist. Aber ich sage dir, das Ding wirkt mega. Ja, du musst dich nur trauen, das zu sagen und zu üben und auch dafür zu sorgen, dass sie eben die Sachen, die du sagst, auch macht. Ne? Also, wenn du hier jetzt wirklich ein besserer Liebespartner sein willst und ein bester Liebhaber, jetzt verwechsel ich schon die Worte, dann bewirb dich doch zum kostenlosen Liebeslebengespräch und wir schauen, was du genau brauchst und wie deine Partnerin tickt, was sie braucht, damit du eben dieser Best Lover auch wirklich wirst. Ich freue mich auf dich.